Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Elefants, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Ein wunderschön. Zum Schluss der letzten Folge haben wir ja leider rausfinden müssen, dass die Mission wieder mal nicht geht. Ja. Bist du nett, ey. Schwierig. Egal. Ja. Du hast das weg nach BMH, okay. Aber wenn ich jetzt gerade bei dir so gelaufen wäre, Alter. Oh nee, schön. Ey, das Ding läuft bei mir gerade Rüdi. Oh ja. Spotify und LS durchgespielt. Ich hab einfach irgendeine random Playlist eingeschaltet. Nö. Was soll man da machen, ne? Ja, die private, was? Nein, das nicht. Da ist das nicht drin. Ha! Es gibt eigentlich gar keine private Playlist, ne? Doch. Echt? Favoriten-Song oder Lieblings. Ja, okay, das ist schon. Aber sobald du eine Playlist erstellst, ist die öffentlich. Nee, kann man auch privat einstellen. Echt? Kann man alles einstellen. Mhm. Und man kann sie auch Passwort schützen und alles, ja. Echt? Ja. Ja, wo? Egal. Soweit ich weiß schon. Keine Fragen. Die Büre muss jetzt ziehen. Stimmt, die Platte war auch mal grün, gell? Mm. Und unten der Boden war orange. Ja, ja. Da kleben noch so ein paar Farbreste dran. Ja. Aber das Zugma ist noch schön grün. Wahrscheinlich bleibt das farbig und der Rest ist weg. Naja. Und der Rahmen. Jetzt ja, braucht man dann eine Schneidwerk. Haben wir wieder das normale? Achso, das war eine schade Ding-Mission. Wie viel Tag hat er denn noch? Ja, füllt voll. Achso, okay. Aber was der Drescher wegsauft, weil es waren jetzt zwei Felder. Naja, das heißt, es waren jetzt zwei Felder, es war Mais, also. Von Mais Schneidwerk braucht immer mehr Sprit. Guckt sich das drauf aus, Melles? Weiß ich nicht. Glaubst du nicht? Das schon. Ja, das schon, aber. Das kann vielleicht daran liegen, dass ein Mod ist. Ja, Drescher. Mhm. Hm. Ich muss sagen, für den Drescher hat er einen wenig kleinen Dieseltank. Weil der ist ja im Prinzip ein bisschen größer als wie die, wo mit dem Stahl. Ja, was ist mit dem kleinen? Also wir zahlen fast immer gleich für den Sprit. Drescher. Ja, trotzdem Drescher hat immer mehr. Und der hat auch kein Allrad. Dem her. Ich weiß nicht, ob man da klein sagen kann. Ich hab mir gerade irgendwas auf Fuß gestochen. Egal. Da kannst du nichts machen. Oh! Scheiße, ich muss nach Missionen schauen. Ich wollte gerade sagen, on the road again, aber es. Naja, welche Felder sind da? 11, 12. 11, 12. Ha! Weizen! Ich geh schon voll. Fangen wir mit Gerste an, oder? Gerste haben wir relativ wenig. Fangen wir mit Gerste an. Ja. Aber ich glaube, wir schaffen es erst mal heute fertig werden mit allen, bevor es dunkel wird. Kann gut sein, ja. Das sind meine Vermutungen, die wo ich aufstelle. Ich schwöre doch daran, dass ich 60 von dem Drisch. Hm. Aber ich glaube, das war ja der letzte, also in-game letzter Tag, wo wir die ganze Gülle-Mission hatten, oder? Nee, das war schon. Doch.
oder? Doch. Vorletzte. Was ist der Vorletzte? Vorletzte. Die haben doch gespult. Ja, okay. Nee, aber Aufnahmeding ist mal nicht dänisch. Ja, nee, da war. Ich glaube, wir haben zwischendrin keinen Tag gehabt. Nee, da nicht. Ja, weil die Presse ist ja gar komplett drin, sogar innen. Eieiei. Läuft jetzt ein wenig besser? Möglich. Alter, 360 Euro fast. Nein. Aber naja. Das war nur die Presse, gell? Ach so? Du konntest du jetzt reparieren, oder? Ja. Ah ja, du, ne? Ich hab vielleicht. Ich hab mal die Hälfte. Ja, doch. Er war bei. Ich hab das hier noch, das da oben, das da hinten und das. Ja, als Hälfte kann man so nicht ganz bezeichnen. Ja, den Rest muss ich eben nicht machen. Soll ich dich reparieren? Nee. Nee, ich bin nur so gut wie voll. Ja, nee, aber laut den kann ich dich reparieren. Was? Ja, nee, lass ihn. Der wird, wenn er fertig ist, repariert. Ich glaube, dann ist er total schaden, aber egal. Nee, ganz wohl, das ist die letzte Wiese, was du brauchst. Ja, nee, nicht ganz. Ich muss den. Achso, ich muss den Teil da noch machen. Ja, ein bisschen was habe ich schon noch vor mir. Ohne Scheiße, ich stelle mir der schon cool vor, wenn man Ölheffenbüre hat. Er ist halt 6-Zylinder. Unter anderem, aber der hat ultra den geilen Sound, finde ich. Und Scheiße schaut ja auch nicht aus. Nee. Gut, es gibt aber auch 4-Zylinder. Ja, ja. Sobald ich einen 4er vorne dran habe, ist ein 4-Zylinder. Ja, aber jetzt kann ich auch eine Schnauze legen, weil er 100 PS hat. Ja, komm. Ja, damals war alles, was über 100 PS war, 6-Zylinder. Da, wo der gebaut worden ist. Nee, der glaube ich schon wieder nimmer. Der ist schon Allradler. Ja. Sprich, 1985 oder so. Nee, es gab ja auch einen Königsdinger mit Allrad. Allrad kam schon viel, viel früher. Ja, ja, aber das ist, nicht, das ist schon eine neue Allrad-Achse, was der drin hat. Ja, du kannst jetzt nicht mit dem vergleichen in LS. Die haben da halt schon einfach eine vorhandene genommen. Oder ist es eine ZF-Achse? So, wie meinst du ZF? Ja, ob vorne ZF draufsteht. Auf der Achse. Ich glaube schon. ZI steht drauf. Oder ZI. Ja, okay, ZF, ja. Wahrscheinlich dürfen sie ZF nicht nehmen, weil sie die Berechtigung nicht haben. Kann gut sein, aber es ist nicht ZI, also ZI steht drauf.
Ja, aber da müsste eigentlich schon. Das ist eigentlich schon eine relativ moderne. Das ist schon eine stabile. Ja, okay, aber jetzt beispielsweise Wotan oder so hat die auch schon drin. Also ich glaube, Wotan und der Bürger tun sich nicht viel vom Baujahr. Oder wir googeln wieder live. Warte, was ist denn jetzt für Bürger? 6. Warte. 1,50. 650. 6150 Bürger. Bürger 6150. Ich mach mit, warte. Ein Moment, bin gleich. Draxa-Lexikon. Gib halt einfach Baujahr dazu ein. Ey, stisch ich an. Hä? Hey, du musst trotzdem Wikipedia rein. Ah, nein. Ah, ja, stimmt. Ja. Diese sind. Produktzeitraum 1975 bis 1978. Modellreihe 6, Modell 6150. Ist das jetzt ein oder zwei Bullen? Ne, einer, okay. Hauptsache Eigengewicht sind 3840 Kilo. Länge, Breite, Höhe steht nichts dran. Spurbreite, Standardbereifung steht nichts dran. Motor Nennleistung 100 PS. Nenndrehzahl steht nichts dran. Zylinderanzahl 6. Hubraum 5600. Kraftstoff Dieselkühler. Weil das war schon Wasserkühler. Naja. Höchstgeschwindigkeit 25 oder 35, 34. Ja, das, wir haben die 34 einmal, aber so. Der hat 15 zu 3 Übersetzung. 15 Gänge, 3 Gruppen. Jo. Ah, 15 Gänge, so. Traktorgetriebe mit 15 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge. Alter, wir haben 3. Die Bühne jetzt verbaut. Egal! Ah ja, du kennst ja das in Österreich. Ist das Österreich oder Schweizer Diesel? Schweizer, oder? Schweiz. Schweizer, ja. Der ist halt Bergdiesel, deswegen hat er 15 Gänge. Der kann bis zu, glaube ich, bis zu 0,5 km/h fahren oder ja, 1 km/h irgendwie zu werden. Merkst du ja schon, dass er für Berg konzipiert ist. Und dann kommt unser IHC, 4 vor, 8 vorwärts, 4 rückwärts gängen. Ja. Der wird wahrscheinlich den Knüppel, was wir haben, wo wir bloß 3 verschiedene Gänge haben, wird der wahrscheinlich 4 haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das verschiedene Gänge. Erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe und dann rückwärts. So wie wir haben ja erste und zweite Gruppe, das war's. Der wird halt auch die 4 normalen Gänge haben. Der Dresch ist voll, lol. Ach so, ja. Kann gut sein. Der ist ja fleißig am Arbeiten. Ach so, ist der Schneidwerk schon gewechselt, oder? Ja, schon lang. Der läuft ja schon. Also der läuft da 60, da geht das schnell. Tü, war was? Nein. Ah lol. Ja moin. Das ist gerade eine Wachstumsstufe über unsere Wiesen drüber. Über alles im Prinzip. Oh scheiße. Echt jetzt? Ja, ist gerade drüber geschossen. Da bin ich so, was ist jetzt los? Aber alles. Aber eigentlich ist kacke. Das ist die erste, wir können nur alles machen. Und also, wir fahren das Gras sowieso nicht kaputt. Ja, okay, stimmt auch wieder.
Ich wasche nochmal meinen Steier. Richtig, mhm. Her. Zwei Bahnen sind's und dann kannst du dann. Jo. Wollte ihn noch ganz kurz schön abspritzen. Die Maschine. Dass der Flo nicht meckert, ne? Ne, du, also. Die steht eh ganz hinten drin und davor steht immer irgendwas anderes, also. Nee, die steht meistens vorne dran. Ja, aber ich stehe meistens noch Diesel, den entweder einer für die Steier oder Pyro. Ja, das stimmt schon. Also wir nutzen schon jede Ecke. So ist nicht. Weil steht da der kleine Steier davor. Hm? Der kleine Steier steht kacke. Achso, der steht beim Dingens, ne? Der steht neben der Hauswand eigentlich. Ne, der steht genau da, wo ich ihn reinstellen will. Hä? Hey, kann nicht sagen. Achso, mein kleiner. Ja, dein kleiner. Ich denke da immer an 90er, aber an den. Der ist ja der 120er. Dener. Ne, der hat glaube ich 120. Ne, 130 steht drauf und 110 hat er. Achso, ja, stimmt. Ja, ja. So was kann ich mir merken. Jetzt echt, hat er echt. Stimmt, die haben 110. Ja. Sag ich doch. Ja, ja. Mann, das glaubt. Hast du da. Hast du jetzt wirklich nachgeschaut? Nein. Ich seh sie da. Sie ist halt dann in der Dinge, in der Folge. Nein, ich bin alle raus. Aha. Ich glaub nicht, dass du da dran denkst. Nee. Eben. Also wenn ich ihn kalt setze, mach ich eh mal Aufnahme aus und wieder an. Ja, so. Eben. Dann knallen wir den noch weg. Dann suchen wir uns dann mal irgendwo so ein dickes Häufchen, damit wir den nochmal voll machen können. Bitte spielen pro Sende. Ich räume mal das große Gewicht vom kleinen Steier weg. Ja, das ist. Aber wir sind voll. Die gute Fronthydraulik. Flo. Ja, ja. Die haben wegen zu klein, ja. Es hat der Steier allgemein, der muss richtig ackern, Alter. Ja, ja. Drei Meter Gruppe ziehen. Dreischabflug. Ja. Schwierig. So, deine Presse steht bereit. So, dann machen wir jetzt erstmal hier wieder das Mario-Ding ins Raus. Soll ich? So. Dann bekommt halt meiner keine Stunden. Was denn? Aber der hätte halt dann das originale Getriebe drin. Ich muss mal nach der. Was hat denn meiner? Der hat 240, weiß ich. Meiner hat auch 240. Vom Prinzip her wäre es wurscht. Ach so. Jetzt haben wir gerade so, hä, wir haben doch keinen. Und dann so, ah, einer steht ja noch beim Rübenroller rum. Maybe. Nee, ich bin mein. So, wegen eingesaut. Was schon so die Presse hinknallt? Steht an der Wiese. Einfach runter und dann rechts. Kommst du dich da nochmal Drescher? Der hat schon 80%. Ja, mach ich dann auch gleich. Ich schnaube mir dann auch. Erstmal mal ein gutes Flo. Hm. Na,
Schnapp dir mal kurz einen starken Bauer und heb da so einen Ballen aus unserem Ding raus. Achso, aus Mager. Ja. Den werde ich dann nicht gleich aufsammeln. Willst du mich eigentlich verarschen? Weiß ich schon. Weil ich den Berg hätte auch noch raufziehen können. Die war voll. Mitten an. Deswegen hab ich da abgehängt. Also ich denke auch mit uns und. Ja, voll. Ja, du kommst ja da easy weg. Ich hab fast. Also ein bisschen mehr als wie die Hälfte weniger als wie du. Wieso? Ich hab 300. 400. Nein, du kannst nicht 400. Warum? Ja, nee. Das ist laut Ding, das buggt ja nur wegen meinen anderen PS. Aber original habe ich 300. Also die, wo er leistet. Da steht zwar 400 dran, aber leistet nur 300. Nee. Doch, weil das in der XML-Umschreibung irgendwie nicht funktioniert hat, weil die Kategorie nicht passt und keine Ahnung, der hat es nicht buggt. Deswegen habe ich ihm 100 PS mehr über dieses Tuning-Tool gegeben. Deswegen hat er 300. So. Mhm. Das hat aber 50 PS mehr. Ja, 60 genau. Ist mein. Weil ich halt bloß bis zu 300 gemacht habe, weil der das Mehrwerk bloß 280 braucht. Und ja. Ich habe immer wieder falsch, ne? Ja. So. Ist er, ich glaube, er steht richtig. Er ist voll. Ich komme schon, Kollege. Ich bin voll auf dem Gaspedal. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem mit der heutigen Folge fertig. Jetzt kommt natürlich auch die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kannst auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf werden, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts, nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ellengard. Immer ist noch Snapping.de zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.